Unsere Vision ist es, DB-Smile Karriere zum nutzerfreundlichsten Jobbot der Welt zu machen. Das heißt, er soll quasi als persönlicher Karrierebegleiter fungieren, der unsere Interessentinnen und Interessenten an der Hand nimmt und ihnen alles rund um Jobsuche und Bewerbung bietet. Müssen wir mal los. War schön. Ja. Und überlegst du nochmal. Hier. Da gibt es bestimmt auch für dich Jobangebote, auch für den Quereinstieg in Frankfurt. Ja, ich schaue es mir nochmal an, versprochen. Okay. Komm gut heim. Wow. Ciao. Tschüss. Das ist ja cool. Sofort 11 Treffer. Der Chatbot ist bei uns auf dem Karriereportal auf allen Seiten eingebunden, sodass die KandidatInnen an jeder Stelle ihre Fragen loswerden können. Das passt ja super. Aber was verdient man denn da? Da bewerbe ich mich. Schaffe ich das jetzt noch? Auf den einzelnen Stellenanzeigen ist dann auch die Chatbewerbung eingebunden, bei der sich die KandidatInnen schnell und einfach über den Chatbot bewerben können. Nur 10 Fragen beantworten, ganz ohne Registrierung? Ja, das klingt gut. Das probiere ich mal mit dem Chatbot. Der Chatbot bietet enorme Vorteile für unsere Interessentinnen und Interessenten, denn diese finden ganz unkompliziert und schnell Antworten auf all ihre Fragen, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne dass sie lange auf die Antwort warten müssen. Ein grundsätzlicher Vorteil eines Chatbots ist ja zunächst, dass er einen weiteren Kundenkanal zur Verfügung stellt, der die klassischen Kundenkanäle und in der Regel auch teureren Kundenkanäle wie zum Beispiel E-Mail und Telefonie deutlich entlasten kann. Zum anderen ist der Chatbot natürlich auch für unsere Mitarbeiter im Recruiting-Service eine große Hilfe. Denn wenn er die wiederkehrenden Fragen übernimmt, also die Beantwortung dieser wiederkehrenden Fragen, dann kann sich der Recruiting-Service viel mehr und viel tiefgehender um individuelle Fragen unserer Bewerber kümmern. Unsere KI-Plattform ist eine der Entwicklungsplattformen, die wir im Konzern speziell für die Bedarfe unserer Geschäftsfelder aufgebaut haben und auch nach deren Anforderungen weiterentwickeln werden. Der Chatbot inklusive Dashboard ist einer dieser Services auf der KI-Plattform, einer, der schon ein bisschen weiter ausentwickelt ist. Das heißt, wo ein Nutzer quasi nur noch sich um den Content kümmern muss, den der Chatbot bedienen soll, den Chatbot trainieren muss und dann eigentlich schon direkt in die Nutzung gehen kann. Seit dem Einsatz des Chatbots auf unserer Website trainieren wir ihn täglich. Das bedeutet, dass wir auf der Plattform schauen, was die NutzerInnen für Anfragen gestellt haben und ob der Chatbot korrekt geantwortet hat. Sollte der Chatbot einmal nicht korrekt antworten, korrigieren wir seine Antwort, damit er bei der nächsten Anfrage in diese Richtung korrekt antworten kann. Manche Fragen sind aber auch so individuell, dass der Chatbot dann an unseren Live-Chat verweist, bei dem unsere Live-AgentInnen die bessere Antwort liefern können. Wenn uns aber im Training auffällt, dass eine Frage mehrfach gestellt wird und wir noch keinen Textbaustein dazu haben, können wir auf der Plattform auch direkt einen passenden Baustein anlegen. Einen weiteren KI-Plattform-Service, den wir nutzen, ist das Dashboard. Mit diesem Dashboard können wir das komplette Chat-Aufkommen und auch das Nutzerverhalten analysieren. Wir sehen zum Beispiel, wie viele Chats zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten, von welchen Seiten aus der Chatbot gestartet wird und welche Fragen am häufigsten gestellt werden. Die Auswertung gibt uns wichtige Erkenntnisse. So konnten wir zum Beispiel feststellen, zu welchen Zeiten der Chatbot am häufigsten verwendet wird. Und da haben wir uns dann dementsprechend die Öffnungszeiten des Live-Chats angepasst. Hi Schatz. Du, stell dir vor, ich habe mich gerade bei der Bahn beworben. Ja, das ging super schnell. Hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Einfach so übers Handy. Einfach mit einem Chatbot. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wann die sich bei mir melden. Das ist absolut cool.